Heute geht es um das Thema Diabetes. Ich habe das Buch von Dr. Barnard, Diabetes heilen, gelesen und möchte dir meine Informationen, mein Wissen aus diesem Buch weitergeben. In dem Buch wird erklärt, wie man Diabetes ohne Medikamente heilen kann. Die Schritte, die du da gehen kannst, werde ich dir jetzt hier erklären. Dieses Video ist keine Anleitung zur Selbstmaßnahme. Es ist nämlich verboten hier in Deutschland, das darf ich nicht sagen. Aber ich erkläre dir einfach nur, was in diesem Buch steht. Wenn du Diabetes hast oder wenn du aus einer Familie kommst, wo Diabetes vorkommt, ist es unheimlich wichtig, jetzt an diesem Video dran zu bleiben. Ich gebe dir wertvolle Tipps, die du direkt umsetzen kannst, wenn du magst. Und ich gebe dir den Tipp, beziehungsweise kauf dir einfach das Buch. Hol dir das Buch von Dr. Barnard. Ich werde dir das nochmal hier einblenden und werde dir alle Informationen in die Infobox reinsetzen. Das Buch hilft wirklich ungemein zu verstehen, wie du die Ernährung umstellen kannst. Und es gibt dir auch nochmal Tipps, wenn du der Typ Mensch bist, dem es schwerfällt, seine Ernährung umzustellen, zeigt er dir, wie du es einfacher machen kannst. Das sind ganz, ganz, ganz viele Tipps, auch für Sport, Ernährung. Aber vor allen Dingen erklärt er hier nochmal, wie Diabetes entsteht und was du machen kannst, um diesen Vorgang umzukehren, ja, so dass Diabetes geheilt werden kann. Ich mache es jetzt kurz. Ich habe mir hier einige Notizen aufgeschrieben. Das Thema ist mir unheimlich wichtig, weil ich selbst aus einer Familie komme, wo Diabetes vorhanden ist. Mein Vater hatte Diabetes, meine Mutter hat Diabetes, Großeltern, Tanten, also wirklich die gesamte Familie. Ich hatte bei den ersten beiden Schwangerschaften Schwangerschaftsdiabetes, meine Schwester auch, also wie ihr seht, das Thema ist auf jeden Fall präsent. Bei meiner dritten Schwangerschaft hatte ich meine Ernährung ja umgestellt, auf vegan hatte ich keinen Schwangerschaftsdiabetes. Ja, deswegen bin ich auch, ernähre ich mich halt vorwiegend pflanzlich. Ja, es kommt ganz, ganz selten mal vor, dass ich irgendetwas mit Käse oder mit Ei esse. Aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Du kriegst jetzt von mir wertvolle Inhalte aus diesem Buch heraus. Wer keinen Bock hat zu lesen, unbedingt dranbleiben. Und los geht's mit den Infos. Es fängt jetzt an mit Insulin. Ja? Wenn wir etwas essen, Kartoffeln zum Beispiel, wird es in unserem Körper in Glucose umgewandelt. Die Glucose muss in die Zellen rein. Jetzt musst du es dir so vorstellen, die Zellen, also es sind ganz viele kleine Zimmerchen, das sind die Zellen. Und da muss jemand hingehen, die Tür aufmachen, um das Glucose reinzubringen. Okay? Insulin ist dafür zuständig, die Türen aufzumachen und das Glucose reinzulassen. Bei Typ Diabetes Nummer 1 gibt es kein Insulin, es wird gar nicht produziert. Also er kann, ich nenne das meinen Kindern, habe ich so erklärt, es ist wie so ein Mann, der einen Schlüssel hat, zu den Türen geht, aufmachen muss, um das Insulin reinzulassen. Aber bei Typ Diabetes 1 ist er nicht fähig, er liegt selber krank im Bett und kann nicht aufstehen, um das Glucose reinzulassen. Was passiert? Das ganze Glucose, was wir dann produzieren, wenn wir etwas essen, schwimmt in unserem Blut herum. Und dann entsteht halt dieses Diabetes, weil der Blutzucker steigt, ja, weil es ist halt im Blut, kann in die Zimmer gar nicht rein. Das Glucose kann einfach nicht in diese jeweiligen Zimmer rein. Es schwimmt in unserem Körper herum, im Blut. Was passiert? Wir haben extrem viel Durst. Das Glucose muss über die Niere in den Urin und wird so ausgeschieden aus dem Körper. Wir haben ganz viel Durst und müssen dauernd auf die Toilette. Und das ist schon mal so ein Anzeichen, dass Diabetes vorliegen könnte. Und das ist Diabetes Typ 1. Insulin wird erst gar nicht produziert. Das Glucose schwimmt in unserem Körper herum. Bei Diabetes Typ 2 lebt dieser Insulinmann. Das heißt, wenn wir etwas essen und Glucose entsteht, ist Insulin da, geht an die jeweiligen Zellen, also an unsere Türen und steckt den Schlüssel in das Schlüsselloch, kann aber nicht drehen, weil das Schlüsselloch verstopft ist mit Fett. Das heißt, er versucht es da reinzukriegen, kriegt es aber nicht rein und dann sagt er, Entschuldigung, liebes Glucose, ich kann dich hier nicht reinlassen. Und dann passiert wieder das Gleiche, das Glucose bleibt in unserem Blutkreislauf, wir fühlen uns müde, wir fühlen uns erschöpft, haben total Durst. Es geht halt, fließt raus über die Niere und das schädigt halt auch die Nieren. Ja? Und dann geht es raus in den Urin. Wir müssen ständig Pipi machen, haben ständig Durst und sind müde und erschöpft. Diese Müde und Erschöpfung ist bei beiden Diabetes-Typen. Okay? Bei Schwangerschaftsdiabetes ähnelt es dem Typ 2. Insulin wird zwar produziert, aber es kann die Zellen nicht öffnen. Es kann das Glucose nicht in die Zellen reinlassen. Jetzt habt ihr ungefähr verstanden, warum Diabetes, was ist Diabetes. Die Lösung wird im Buch jetzt so erklärt. Wenn wir unsere Ernährung umstellen, wenn wir uns ein bisschen mehr bewegen, aber das ist auch nicht mehr, ist gar nicht so wichtig, sich mehr zu bewegen, wir bleiben jetzt erstmal bei der Ernährung. Wenn wir die Ernährung umstellen, wie ich es gleich erkläre, kann das Schlüsselloch das Fett abbauen, der Insulinmann kann reingehen, Tür aufmachen und Insulin kann wieder rein in die Zellen transportiert werden. Wenn bei Typ Diabetes 1 dieser Insulinmann flach liegt, gar nicht produziert werden kann, ja, dann ist es genau das Gleiche. Wenn wir unsere Ernährung umändern, kann er von seinem Bett aufstehen, ist wieder gesund,
also Insulin wird wieder produziert, der starke Mann wird wieder produziert, kann wieder zu den Zellen laufen und die Türen aufschließen. Das heißt, so wie er es im Buch erklärt, ist es mit der Ernährung machbar, ja, diese Vorgehensweise wieder rückgängig zu machen und wieder gesund zu werden. Wir müssen halt auch bedenken, wenn wir Diabetes haben, ist es nicht einfach hinnehmen und sagen, ja, ich habe Diabetes, ich muss jetzt einfach Medikamente nehmen. Nimm deine Medikamente, ich sage nicht, nimm sie nicht, aber fang an, dich zu hinterfragen, weil dein Körper möchte dir etwas mitteilen. Und das ist der Vorgang, den ich dir jetzt bildlich vorgestellt habe mit diesem Insulinmann und mit diesem Schlüssel, wo er versucht, immer in die Zellen reinzugehen, in die Türen und einfach das Insulin reinzutransportieren. Wenn er es nicht kann, will er uns was sagen. Und das heißt, wir ändern unsere Ernährung und gucken dann, wie es wird. So, das ist jetzt einfach mal grob das Bild erklärt, Diabetes, wie es entsteht und wie wir es umkehren können. Jetzt gucke ich nochmal auf meinen schlauen Zettel und erzähle euch mal ein bisschen weiter. Hier habe ich mir nochmal aufgeschrieben, wenn Glucose in unser Blutkreislauf reinkommt, ja. Es ist manche, das war es bei meiner Mutter, die hatte das sehr lange nicht gemerkt, dass sie Diabetes hat und sie hatte irgendwann einen so hohen Wert, dass sie umgefallen ist. Wenn wir das Monate, jahrelang nicht merken, können Schäden in Augen auftreten, ist bei meiner Mutter der Fall gewesen, Niere, Herz, also ganz viele Probleme können passieren, weil das Glucose einfach nicht ins Blutkreislauf gehört. Es muss in die Zellen transportiert werden, damit es da weiterverarbeitet werden kann. Das ist ganz, ganz wichtig, sich damit zu befassen. Eine Sache bei meinem Sohn auf der Schule, mein Bruder ist ja da auch Lehrer, gibt es sehr viele kleine Kinder, die sich Insulin spritzen müssen. Und deswegen ist mir das Video sehr wichtig. Ich werde es auch wirklich jetzt gerade sehr, sehr deutlich und detailliert für euch machen, damit Eltern, die Kinder haben, die Insulin spritzen oder die Diabetes haben, damit die wissen, was sie machen können, um das umzukehren. Ja, gerade wenn Kinder sich Insulin spritzen müssen. Ihr müsst euch das so vorstellen, das Kind hat jetzt Typ 1, okay? Es muss sich Insulin spritzen. Wisst ihr, was dann passiert? Der Insulinmann, der eigene im Körper, liegt ja flach. Da kann er nicht aufstehen und die Türen aufmachen. Also wird es gespritzt und dann kommt wie so ein kleines Münsterchen da in den Körper und macht diese Zellen mit Gewalt auf und lässt die Glucose mit Gewalt rein. Der Körper will es ja nicht. Der will sich ja vor etwas schützen. Was passiert denn auf lange Zeit? Auf lange Zeit wird in diesen kleinen Zellen etwas zerstört und der Körper wird langsam zerstört. Die Nieren, die Leber. Also es gibt Organe, die mit der Zeit zerstört werden. Das heißt, wir müssen etwas anderes ändern und nicht mit Gewalt Insulin spritzen. Ich meine, alle Menschen, die jetzt Diabetes haben und Insulin spritzen, ich sage nicht, hör auf damit, auf keinen Fall. Ich will euch nur erklären, wie der ganze Prozess läuft, wie das aussieht, damit du es ungefähr verstehst, warum ist Ernährung so unglaublich wichtig. Ich weiß, dass fast alle, die Diabetes haben und Medikamente nehmen, bei einem Diabetologen sind und da Tipps bekommen für die Ernährung. Hier kriegt ihr aber jetzt komplett andere Tipps. Es sieht ganz anders aus als das, was der Diabetologe sagt. Weil das, was er sagt, ich will sie nicht angreifen, die Diabetologen machen einen guten Job, aber vieles, was in dem Buch steht, wissen sie nicht und geben es nicht weiter. Und so bleibt der Patient immer Patient. Er wird einfach nicht gesund und das wollen wir ja vermeiden. Und gerade für Kinder. Ach ja, genau. Wenn Glucose nicht reingeschleust werden kann in unsere Zellen, fehlt ja das Benzin, weil das Glucose ist ja das Benzin, was uns antreibt, mehr Energie zu haben. Und deswegen sind auch unglaublich viele schlapp. Ja, das heißt, wir brauchen dieses Benzin. Es muss transportiert werden in die Zellen rein und nicht einfach in unserem Blutkreislauf rumschwimmen. Also ganz wichtig, dass der Körper richtig funktioniert, damit wir voller Energie sind. Ein weiteres Zeichen, also trockener Mund, Durst, ständig aufs Klo, Erschöpfung, ist auch, wenn du stark untergewichtig bist. Das kann auch nochmal ein Zeichen sein, dass du eventuell Diabetes haben kannst. Ja? Also immer wieder mal nachschauen. Man kann beim Hausarzt einen Blutuntersuchungen machen, das habe ich halt auch gemacht, ein paar Mal jetzt, seitdem ich meine Ernährung umgestellt habe. Er kann gucken, die letzten 3 Monate, wie der Blutzucker war. Und wenn er bei dir unnatürlich verläuft, dann kann es ein Zeichen sein, dass du eventuell Anzeichen auf Diabetes hast. Und wenn du jetzt untergewichtig bist, heißt es einfach nur, die Energie konnte gar nicht in die Zellen rein, Vitamine konnten richtig nicht verarbeitet werden. Egal wie viele Vitamine du isst, das kann der Körper gar nicht resorbieren, er kann es gar nicht aufnehmen und deswegen bist du untergewichtig. Das kann sein. Natürlich kann man auch übergewichtig sein, es kann sehr, sehr viele Faktoren haben, aber wichtig ist zu verstehen, wie entsteht es, warum entsteht es und was kann ich dagegen tun. Was in dem Buch auch nochmal erklärt wird, gerade bei kleinen Babys oder bei Kindern, die Typ 1 haben, sie haben herausgefunden, in Studien, sind halt alle Studien, ja, ob man es jetzt glauben will oder nicht, ich erkläre euch einfach, was in dem Buch steht. Babys, die mit Kuhmilch gefüttert werden oder Kinder, was passiert da? Da ist einfach, die kriegen schneller Diabetes als andere Kinder. Warum? Wenn wir Kuhmilch trinken oder es unseren Kindern geben, das Immunsystem fängt an, diese Proteine aus der Kuhmilch anzugreifen. Der Insulinmann, der halt das Insulin versucht, in die Zellen zu transportieren, ähnelt diesen Kuhmilchprodukten und auch er wird angegriffen. Das heißt, das kleine Kind
da kämpft der Körper bzw. das Immunsystem gegen Insulin, zerstört das, sodass gar kein Insulin mehr produziert werden kann und kämpft auch gegen die Kuhmilchproteine. Wenn man es lässt, Kuhmilchprodukte zu geben, also keine Kuhmilch, kein Joghurt, kein Käse, das alles weglässt, ist dieser Prozess auch wieder, wie im Buch beschrieben, umkehrbar. Das heißt, der Insulinmann kann wieder produziert werden. Ja, also darauf achten, Kuhmilch, das ist auch da nochmal sehr eingehend beschrieben worden, aber alle, die China Study gelesen haben, deswegen ist es so unheimlich wichtig, sich Wissen anzueignen, warum vegan, weil vegan, sobald es einer hört, verdreht er schon die Augen, aber wenn du verstehst den Hintergrund, dann weißt du auch, warum es so wichtig ist, es mal für sich selbst auszuprobieren. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Im Buch erklärt er, weniger Fett benutzen, also gar keine tierischen Fette. Wenn du Diabetes hast und du magst unbedingt Fleisch, kannst du als Übergang die ersten 3 Wochen es erstmal ausprobieren, tierische Fette wegzulassen und pflanzliche Öle ganz minimal zu dosieren. Wir wollen diese schmierigen Schlösser einfach wieder sauber bekommen. Ja? Stell dir das einfach im Kopf vor und lass mal die Sachen erstmal weg. Egal wie sehr du Fleisch liebst, es gibt immer Ersatzprodukte. Du kannst vegane Ersatzprodukte erstmal benutzen. Es gibt auf Lupinenbasis zum Beispiel Hackfleisch, Dönerfleisch, Schnitzel, die kannst du erstmal benutzen, wenn du einfach überhaupt nicht davon wegkommst. Aber einfach nur probieren, ja, ich sage nicht, vegan ist das Beste, aber nur testen und probieren, damit du siehst, bringt es was oder nicht. Und bevor ich jetzt hier weiterrede, das werde ich aber, glaube ich, vorher auch nochmal einblenden, wenn du Diabetes hast, Medikamente nimmst, all das, was ich hier sage, nicht einfach erstmal umsetzen, sprich mit deinem Arzt, weil, wenn du die Sachen, die ich dir jetzt hier sage, direkt umsetzt, kann es sein, dass in Verbindung mit den Medikamenten dein Blutzucker so sehr sinkt, dass du ohnmächtig werden kannst. Und deshalb musst du vorher besprechen mit deinem Arzt, hallo, ich werde jetzt meine Ernährung ändern und es kann sein, dass mein Blutzucker drastisch reduziert wird, also die Werte werden verbessert. Was kann ich machen, wenn das der Fall ist? Weil du misst ja immer. Und dann kann er dir sagen, okay, wenn du das Gefühl hast, es ist besser geworden, die Werte sind runtergegangen, dann benutzt du lieber dieses Medikament, ja, das nicht so stark ist. Unbedingt vorher abklären. Nicht, dass du mir da unfällst wegen meinen Tipps hier. Es ist einfach nur eine Zusammenfassung aus dem Buch. Ich sage nicht, mach das, sonst kriege ich hier Anschiss. Und in dem Buch wird auch erklärt, dass durch diesen ganzen Prozess auch koronare Arterien, also wer sowas hat, weiß es wahrscheinlich, was es ist. Das sind Arterien im Herz, die werden ja auch verstopft von diesen ganzen tierischen Fetten. Wenn du das weglässt, diese tierischen Fette, und auf eine pflanzliche Ernährung umsteigst, dass selbst diese Koronararterien, die verstopft sind, wieder frei werden. Ja? Viele müssen es operieren, mein Vater hatte es auch damals operieren lassen. Aber wenn du die Ernährung umkehrst, ja, dann können diese Fettsachen, diese ganzen Ablagerungen wieder von alleine weggehen und du musst gar nicht operiert werden. Unter anderem kann auch Blutdruck gesenkt werden. Das haben meine Eltern, also mein Vater hatte es, meine Mutter auch, Blutdruck immer sehr, sehr hoch. Es kommt oft durch dieses Fett aus den tierischen Fetten, dass es dickflüssig ist. Wenn du dieses tierische Fett weglässt, weniger pflanzliche Öle und auch andere Sachen, die ich gleich erklären werde, kann auch der Blutdruck natürlich gesenkt werden, weil dann das Blut einfach flüssiger ist und das Blutdruck dann einfach nicht mehr so steigt. Hier steht jetzt noch weiterhin eine weitere Notiz: Fettiges Essen lagert Fett in unsere Zellen rein und deaktiviert die Gene, die die Fettverbrennung unterstützen. Das stand auch in dem Buch von der China Study, wo erklärt wird, dass normalerweise das Fett verbrannt wird, normalerweise, wenn wir uns pflanzlich ernähren, aber wenn wir uns mit zu vielen tierischen Produkten ernähren, kann das Fett nicht mehr verbrannt werden. Ja? Und deshalb auch hier für alle, die übergewichtig sind und abnehmen möchten, probier es einfach mal aus, tierische Produkte wegzulassen. Stopp das fettige Essen, wird Fett in Zellen wieder abgebaut und die Zellen werden wieder normal. Das ist das Gute. Der Körper wartet nur darauf und ist sehr, sehr dankbar. Wenn wir dem Körper etwas Gutes geben, nimmt er es auf, gierig, und kann sich auch wieder selbst regenerieren. Also der Körper ist zu Sachen fähig. Wir müssen unserem Körper einfach nur vertrauen, dass er das auch kann. Und dann kann er es auch. Stress und Ernährung müssen wir auch nochmal uns genau angucken, dieses Thema. Ja? Stressbewältigung, dazu kann ich gerne mal ein Video machen, das werde ich jetzt nicht hier reinpacken. Das heißt, wenn du zu viel Stress hast und die Ernährung umänderst, es wird schon was bringen, aber darauf achten, Stressbewältigung. Dazu gibt es bald einen Kurs von mir, das ist ein ganz kleiner Kurs, der auch ganz günstig ist für euch alle, wo du als Mutter lernen kannst, wie du Stress bewältigen kannst im Mama-Alltag. Ernährung und regelmäßig bewegen, das hilft auf jeden Fall gegen Diabetes. So, bei der Ernährung hat er in dem Buch wirklich gute Beispiele. Er hat auch ein paar Rezepte, ich zeige dir mal gleich ein paar Bilder. Er sagt zum Beispiel, statt Eier und Speck morgens als Frühstück kannst du Haferbrei, Zimt und Beeren nehmen, Obst nehmen, Roggenbrot oder vegane Wurst, wenn du unbedingt
heute ein bisschen deftig essen möchtest. Also man darf, wenn man Diabetes hat, auch Nudeln essen. Ja? Er sagt, wenn du Nudeln isst mit Tomatensauce und Basilikum, aber sehr, sehr wenig Öl benutzt und keine tierischen Fette, dann geht dein Blutzucker nicht hoch. Das sagt er hier. Achte halt einfach darauf, dass es kein Weizen ist, weil Weizen ist halt der Killer. Ja? Brötchen. Bei Brot, sagt der Dr. Barnard, ist es so, da es mit Hefe gemacht wird, ist da ein Prozess, der passiert. Es wird halt zu sehr verarbeitet, das Getreide, ja, mit dem Hefe und mit dem ganzen Prozess. Das Brot, Brötchen, diese ganzen Teigwaren, Blutzucker sehr schnell ansteigen lassen. Wenn du aber Nudeln isst, ist die Verarbeitungskette nicht so lang. Da ist auch kein Hefe drin. Wenn du Nudeln isst, steigt dein Blutzucker nicht so sehr, solange es kein Weizennudeln sind. Das heißt, Nudeln ist okay, kannst du auch essen, wie viel du willst, sagt er. Nur darauf achten, wenig Fett und keine tierischen Produkte. Ich werde euch auch gleich nochmal was einblenden. Also er sagt, mittags könntest du zum Beispiel einen Gemüseburger essen. Schmeckt sehr lecker, wenn man weiß, wie man es macht. Nur Fett und Tier weglassen. Nudeln und Reis sind erlaubt. Auch hier tierische Sachen weglassen. Dann gibt es nochmal einen Vergleich von Fetten. Warum sind tierische Fette so schlimm? Ich werde dir eine Tabelle einblenden. Da kannst du ganz genau gucken. Tierische Fette und pflanzliche Fette. Das werde ich dir jetzt einblenden. Hier siehst du die Tabelle mit den tierischen Lebensmitteln, mit den pflanzlichen Lebensmitteln. Die Zahlen zeigen ganz, ganz deutlich, dass in den pflanzlichen Lebensmitteln einfach sehr wenig Fett ist. Ich werde dir das jetzt nicht einzeln vorlesen, mach dir einfach ein Bildschirmfoto von all den Tabellen, die ich dir jetzt zeige. Die habe ich jetzt aus dem Buch rausgenommen. Mach dir ein Bildschirmfoto und versuche deine Ernährung dann daran anzupassen. Wundert euch nicht, es ist ein bisschen laut, weil ich habe hier Nachbarn, die reden, die beobachten mich und reden, aber ist okay. Also zu Eiersatz und Frittiertes sagt er, also bei Eiersatz werde ich dir gleich nochmal zeigen, was du da nähen kannst. Das ist jetzt die Alternative zu den Eiern. Hier gibt Dr. Barnard verschiedene Alternativen. Mach dir auch hier ein Bildschirmfoto und denke nach, wie du das für deinen Alltag umsetzen kannst. Was wir wissen sollten bei Fetten ist, dass es in pflanzlichen Lebensmitteln schon von Natur aus vorkommt. Ja, die Menschen früher hatten keine Ölflaschen. Das ist alles schon in der Natur drin. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Bohnen essen, Obst oder Gemüse, von Natur aus ist da Fett drin, auch wenn es für uns nicht so aussieht, weil wir es gewöhnt sind, Öl, ja, oder Butter zu haben. Das ist von Natur aus alles schon drin. Wir müssen nicht alles unbedingt mit viel Fett anreichern. Das weitere Problem ist, wenn wir draußen essen, schmeckt es ja meistens besser. Also wenn ich jetzt zum Chinesen gehe, mir Reis bestelle mit Gemüse, liebe ich dieses Essen, schmeckt sehr gut, aber es ist unglaublich viel Fett drin. Und Fett ist ja so ein Geschmacksträger und dann schmeckt es besonders gut. Das heißt, wir sollten uns daran gewöhnen mit weniger Fett. Und wenn wir irgendwo im Restaurant essen, da gibt es auch sehr, sehr gute Tipps. Einfach Bescheid sagen, bitte weniger Fett oder gar kein Fett. Geben Sie mir bitte das Öl, ich mache es dann einfach später dazu. Oder du nimmst dir ein kleines Olivenölfläschchen oder was auch immer von Öl und machst es einfach drauf. Also unbedingt darauf achten, gerade wenn du bei der Umstellung bist, die ersten 3 Wochen extrem darauf achten, damit du sehen kannst, wie deine Werte sich ändern. Es gibt 3 Kriterien, auf die du achten solltest, wenn du deinen Diabetes rückgängig machen möchtest, so wie es jetzt im Buch steht. Die 3 Kriterien sind, es sollte vegan sein, es sollte fettfrei bzw. sehr wenig Fett haben und einen niedrigen glykämischen Index haben, das Lebensmittel, dass du darauf achtest. Was ist jetzt ein glykämischer Index? Ist einfach eine Zahl, die sagt, wie schnell geht das Zucker ins Blut rein. Das heißt, wenn du eine Melone nimmst, hat es einen sehr hohen GI, ja, einen sehr hohen glykämischen Index, weil da ist sehr, sehr viel Zucker. Und wenn du das isst, schießt das sofort ins Blut rein. Ja? Das zum Beispiel empfiehlt er nicht, gerade jetzt Diabetespatienten, wenn du schon Melone isst, ganz, ganz wenig davon oder lass es erstmal sein. Also Ananas und Melone im Obst, das würde er jetzt nicht raten für Diabetespatienten, weil da wirklich das Zucker einfach oder der Zucker direkt ins Blut schießt. Es gibt Tabellen, ich werde euch auch nochmal eventuell eine einblenden, wo du gucken kannst, was hat einen hohen GI, was hat einen niedrigen GI und du achtest einfach darauf, wenn es vegan ist und wenn es sehr wenig Fett enthält, dass es als dritten Punkt auch einen niedrigen GI hat. Das sind die 3 Punkte, die dein Gericht erfüllen sollte. Du kannst auch gerne hier ein Bildschirmfoto machen von dieser Tabelle. Glykämischer Index, da findest du die Tabelle im Internet. Da gibt es bestimmt einige Tabellen, wo du einfach reinschauen kannst. Bei Diabetes gelten Werte unter 55 als niedrig und da sollte bei dir dann das Lebensmittel auch sein. Alle 3 Punkte müssen miteinander verbunden sein. Ich weiß, es ist eine Herausforderung, dann ist man genervt und sagt, mein Gott, auf was muss ich noch achten? Entweder nimmst du weiterhin Medikamente, hast Diabetes und wirst mit der Zeit immer kränker. Ich habe es an meinem Vater gesehen. Es zerstört einfach die Organe, den Körper. Du bist ständig müde, musst Medikamente nehmen. Manche müssen jetzt keine Medikamente nehmen, aber immer wieder messen. Oder du achtest darauf, dass es
tierfrei ist, dein Essen, dass es so wenig Fett wie möglich hat und dass es einen niedrigen GI hat. Mit der Zeit hast du ein Gefühl dafür. Die erste Zeit ist es schwierig, weil du nicht weißt, was ist denn jetzt niedriger GI, wo finde ich etwas, was wenig Fett hat. Du musst immer wieder auf die Packung gucken, pro 100 Gramm wie viel Fett und so weiter. Aber irgendwann gewöhnst du dich dran und danach bist du glücklich, dass dein Körper gesund ist. Weil wenn dein Körper gesund ist, dann bist du befreiter im Alltag. Du bist einfach frisch, du bist einfach frei, mehr Energie. Ja? Das ist unbezahlbar. Wenn wir nicht wissen, wie gut es uns geht mit einer guten Ernährung, dann haben viele gar kein Bedürfnis, darum zu kämpfen. So, das Video ist bestimmt schon viel zu lang. Also, Fett kommt auch in Nüssen vor. Ja? Also ich sage in meinen Videos oder in Rezepten manchmal etwas mit Nüssen. Gerade wenn du Diabetes hast, versuche es zu vermeiden. Also auch Kokosöl. Ja? Nicht zu viel davon nehmen, so wenig wie möglich, wenn du Diabetes hast. Avocados, vermeide es oder nimm ganz, ganz wenig. Sojaprodukte auch einschränken, auch die enthalten sehr, sehr viel Fett. Aber in dem Buch steht alles drin. Ja? Wie gesagt, holst dir, wenn du da dieses Problem hast. Jetzt gehen wir mal weiter. Also diese vier Lebensmittelgruppen als Grundnahrungsmittel bietet jetzt der Dr. Barnard an. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst, außer Ananas und Melone. Die Umstellungstipps, 3 Wochen halt, die ersten 3 Wochen, erklärt er hier ganz genau, gibt auch nochmal Pläne mit Essen. Er sagt, Rezepte unbedingt neue ausprobieren. Probier es einfach aus. Wenn du es nicht ausprobierst, weißt du nicht, wie es sein kann, wenn man gesund ist. Er gibt jetzt auch Tipps in dem Buch zu Süchten. Das heißt, wenn du Zuckersucht hast, Schokosucht, Käsesucht, was du da machen kannst, das sind wirklich unglaublich gute Tipps. Bei der Zuckersucht weißen Zucker durch wenig Ahornsirup ersetzen oder Stevia. Zucker ist Zucker, egal ob Ahornsirup oder nicht, aber einfach ersetzen, weil weißer Zucker ganz schädlich ist. Und dafür zum Beispiel Ahornsirup nehmen und wenig davon nehmen. Bei Schokosucht sagt er, nimm Kakaopulver, das ist schon entfettet, da ist ja nicht mehr viel Fett drin. Und das kannst du dann reinmischen in dein Essen, was auch immer, in deine vegane Milch, zum Beispiel Hafermilch oder in dein Müsli. Käsesucht sagt er, Hefeflocken nehmen, also nicht Bierhefe. Hefeflocken schmeckt sehr nach Käse, benutze ich auch zu Hause. Du könntest Ricotta oder Hüttenkäse ersetzen durch zerdrückten Tofu und etwas Zitronensaft rein, schmeckt auch sehr ähnlich. Und bei Fleischsucht einfach vegane Ersatzprodukte. Das waren jetzt meine Tipps zu Diabetes. Wenn dich Diabetes betrifft oder wenn es in deiner Familie vorkommt, schreib mir mal bitte unten rein. Würde mich interessieren, wie viele von meinen Zuschauern bzw. von denjenigen, die jetzt gerade zugucken und kein Abonnent sind, Diabetes haben. Wenn du nicht Abonnent bist, dann unbedingt meinen Kanal abonnieren für weitere Videos, für weitere Informationen. Wunschvideos unten reinschreiben, Wunschthemen, zu denen ich auch nochmal ein Video machen soll. Oder gibt es irgendein Buch, was dich interessiert, was ich da für dich nochmal erläutern soll, eine Zusammenfassung geben soll, auch unten reinschreiben. Ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle, gesunde Zeit. Denk an deinen Körper, liebe deinen Körper, sei ein Vorbild für deine Familie, für deine Kinder und achte einfach darauf, was in deinen Mund reinkommt an Ernährung, damit du gesund und fit bleibst. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss!